Bonjour aus dem Wunderland, genauer gesagt aus Monaco. Das ist der nächste Abschnitt, den wir eröffnen werden. Patagonien ist ja jetzt fertig. Wir Zugexperten haben dort unsere Arbeit abgeschlossen. Als nächstes steht dann die Zugzusammenstellung für Monaco an. Wir sind da auch schon ein paar Monate dran. Erste Züge fahren auch schon. Welche besonderen Züge es dort gibt, da werde ich euch jetzt ein paar Einblicke zeigen. Monaco ist ja jetzt kein großes Land und auch kein großes Land für eine Eisenbahn. Es gibt aber trotzdem natürlich einen Bahnhof dort, der ist unterirdisch. Den haben wir auch hier nachgebildet. Wir haben es ein bisschen größer noch gemacht, als er im Original ist. Und der Bahnbetrieb dort wird von der französischen Eisenbahn betrieben. Und wir haben uns eigentlich aus ganz Frankreich diverse Züge zusammengesucht, die nicht unbedingt im Original auch in Monaco und an der Strecke dort unten fahren. Unter anderem natürlich den TGV. Wir haben da den TGV, den Rekord-TGV ausgesucht. Der ist allerdings in Monaco nicht gefahren. Die Rekordfahrt 2007, die fand im Norden von Frankreich statt. Mit 574 Stundenkilometer ist er dort in der Nähe von Reims über die Schnellfahrstrecke gerauscht. Es gibt aber natürlich auch in Monaco TGV-Verbindungen von Monaco über Nizza und Marseille, zum Beispiel nach Paris oder Straßburg. Weiterhin haben wir diverse Züge mit E-Lokomotiven, unter anderem mit einer solchen. Der Designer hat sich dort an einem startenden Sprinter, also an einem Rennläufer orientiert. Vorne das Führerhaus, das soll einen Sprinter beim Starten zeigen. Also wenn man rennt, soll das diese Silhouette darstellen. Und da wir in Monaco nicht viel von der Eisenbahn sehen können, begeben wir uns in die Provence. Dort haben wir einen schönen landschaftlichen Einblick, wo man die Züge auch komplett offen sehen kann und was sich dort bewegt. Das gucken wir uns jetzt mal an. Wir befinden uns hier heute und wollen ein bisschen die Züge uns angucken. Wir machen sogenanntes Trainspotting in der Provence. Und ich erzähle euch gleich dann noch zu ein paar Zügen was. Und solltet ihr noch Ideen dazu haben, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare. So, hier kommt auch schon die erste Lok, das ist die Baureihe BB26000, die elektrische Mehrzwecklok, die bei uns auf der Anlage mit 4 Conrail-Personenwagen fährt. Die wurde sich auch angeguckt von unseren Zugexperten, die in der Provence unterwegs waren und sich auch die ganzen Details angeschaut haben. Und hier jetzt schön zu sehen, der nächste Zug, das ist die Baureihe BB7200, was eine auch in Fachkreisen Nascas-Lokomotive ist, was übersetzt gebrochene Nase heißt. Die fährt hier bei uns auf der Anlage auch in den Personenbetrieb und dreht hier so ihre Kreise. Hier jetzt zu sehen ein ganz besonderes Modell, wie ich finde. Das ist die Baureihe CC72000 Diesel-Lok oder auch diesel-elektrisch genannt. Wir haben sie hier auf der Anlage fahren mit den Inox-Def-Wagen, die einzigartig sind oder waren von 1950 bis 1970 bei der französischen Staatsbahn. Das ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und geben ein sehr, sehr schönes Bild hier in dem glänzenden Silber mit der blau-weißen Lok vorweg. Wir haben jetzt hier eine Einzeltraktion und aber auch in Doppeltraktionen fahren die Baureihe BB8233, eine E-Lok, die ja mit Personenwagen fährt. Sehr schöner Kontrast, das Dunkelgrün zu den Lavendelfeldern. Das ist einfach ein wunderschöner Zug hier auf der Anlage. Hier jetzt auch sehr gut zu sehen, wir haben jetzt ganz viele Personenzüge schon gesehen, aber wir haben natürlich auch Güterzüge hier auf der Anlage gefahren. Und das ist die Baureihe CC6500, eine E-Lok mit Güterwaggons, die im Jahre 1969 eine Höchstgeschwindigkeit von sage und schreibe 200 Stundenkilometer
geschafft hat und somit die leistungsstärkste Lokomotive der französischen Staatsbahn war damals. Hier jetzt nochmal ein absolutes Highlight der Anlage. Wir haben den TGV Duplex Weltrekordzug, der am 3. April 2007 den Weltrekord zu der Zeit mit 574,79 km pro Stunde gefahren ist. Das kann er leider hier nicht fahren bei uns auf der Anlage, aufgrund der Kurven, aufgrund der Berge, der Tunnel. Aber wenn ihr den richtig schnell fahren sehen wollt, braucht ihr nur bei uns auf die Brücke gehen. Da könnt ihr ein Wettrennen mit dem Zug machen. Da gibt der Vollgas. Ja, das soll es für heute auch erstmal gewesen sein mit dem Trainspotting. Solltet ihr noch Ideen, Anregungen haben, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir werden natürlich auch noch weiter in die Recherche gehen und halten euch darüber auf dem Laufenden. Jetzt bleibt es eigentlich nur noch an Gerrit dran, seine Formel-1-Autos in Gang zu bringen. Ich will nicht sagen, unsere Formel-1-Autos fahren schon. In diesem Sinne, au revoir und bis bald aus dem Wunderland.